Hubert Aiwanger. Heute Nachmittag um 16.30 Uhr tritt er vor die Mikrofone der versammelten Presse. Seine Botschaft ist klar, er tritt trotz der scharfen Vorwürfe gegen ihn nicht zurück. In den vergangenen Tagen hat es zahlreiche Vorwürfe gegen mich gegeben. Es geht um ein abscheuliches Pamphlet, das vor 36 Jahren in meiner Schultasche gefunden wurde. Und es sind Aussagen aufgetaucht, die den Eindruck vermitteln, ich wäre als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten. Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht. Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit. Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals, ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind. Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form. Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert Aiwanger. Ins Rollen gebracht hatte die Süddeutsche Zeitung den Skandal. Sie hatte das Flugblatt veröffentlicht. In den letzten Tagen haben sich laut SZ weitere Schüler gemeldet, die aussagten, sie haben Aiwanger mit dem Hitlergruß gesehen. Er habe auch Hitlers Mein Kampf in der Schule dabei gehabt. Für viele Freie Wähler ein abgekartetes Spiel, um ihren Parteichef zum Fallen zu bringen. Warum kommt das jetzt gerade zufälligerweise 6 Wochen vor der Wahl? Wie lange schlummert das schon? Die Opposition findet Aiwanger untragbar. Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird am kommenden Donnerstag auf Antrag von Grünen, SPD und FDP den sogenannten Zwischenausschuss einberufen. Dieses Gremium kann nach der letzten Plenarsitzung vor einer Landtagswahl dringliche Angelegenheiten behandeln. Das Amt abzugeben, das hätte ich eigentlich erwartet. Stattdessen stellt sich Herr Aiwanger so dar, wie wenn es eigentlich ein Lausbubenstreich, der so ein bisschen drüber gegangen ist, wäre. Unterdessen gab das Wirtschaftsministerium bekannt, dass am früheren Gymnasium von Aiwanger keine Unterlagen mehr zum Flugblattvorfall existieren. Der Druck auf Hubert Aiwanger in Politik und Öffentlichkeit wächst. Vorstände und Kabinettsmitglieder der Freien Wähler haben sich aber geschlossen hinter ihren Parteichef gestellt. Ministerpräsident Markus Söder hatte sich bereits lange vor der Wahl auf eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern festgelegt. Jetzt beginnt aber eine Zeit der großen Unsicherheit. Wenige Wochen vor der Wahl sind viele Fragen offen, nicht zuletzt die um Aiwangers Zukunft.